Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Me Lovely Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Für 79,50 Euro tatsächlich erwarten wir in diesem Adventskalender ziemlich viel Schmuck. Was ich schon mal auf den ersten Blick sehr, sehr positiv finde, ist das Design. Ich finde es wunderschön und mir gefällt, dass es ein Boxen-Adventskalender ist. Und ich würde sagen, wir packen den mal zusammen aus. Hier haben wir die Nummer 1. Er ist natürlich super leicht, ne? Da ist ja auch dann nur Schmuck drin, was ich echt begrüße. Ich finde es schöner, wenn wir nur Schmuck haben und nicht noch irgendwie so Füllmaterial oder so. So, hier haben wir eine Kette drin. Okay. Lovely Advent. High Quality Stainless Steel. Especially durable to make you happy. Sehr, sehr hübsch. Das ist eine Kette. Und die hat so eine Tropfenform unten dran. Das ist halt wirklich, ne, Silberfarben oder halt Metallfarben, wie auch immer. Und da ist so ein Tropfen in der Mitte. Ich finde das wirklich schön. Sehr, sehr schlicht, aber trotzdem irgendwie aufregend. Die wird ein bisschen länger sein, weil hier hinten haben wir noch eine ordentlich lange Kette dran. Nicht schlecht. Erinnert mich noch ein bisschen so an, keine Ahnung, wenn ich bei Bijou Brigitte mir ein bisschen was hole von der Aufmachung her, ne, weil das so in Tütchen kommt. Aber wir gucken mal weiter. Und das machen wir mit der Nummer 2. Kommt halt alles in solchen Tütchen, ne? Hier haben wir dann wohl ein Armband. Und, aha, das ist so verdreht. Passt aber tatsächlich auch stilmäßig zu der Kette. Schon schick. Mag ich gerne leiden. Wobei, bei der Kette hatten wir eher so, dass wir dann einzelne, also an dem Kettenband dann noch so einzelne kleine Kügelchen hatten, ne? Und hier haben wir das dann verdreht. Also passt es noch nicht ganz hundertprozentig zusammen, aber ich würde es auf jeden Fall zusammentragen. Hier oben haben wir die Nummer 3. Oh, wir haben hier unseren ersten Ring drin. Genau, auch Ringe sind hierbei. Aber das Positive, sie sind größenverstellbar. Genau, ich nehme den mal hier raus. Dann können wir uns auch mal anfühlen. Ja, sehr leicht fühlt er sich tatsächlich an. Ich nehme mal meinen eigentlichen Ring ab. Positiv, der ist hier wirklich größenverstellbar, ne? Also ich weiß nicht, ob man das sieht, aber da sind, ne? Das finde ich ganz cool. Jetzt von der kleinsten Größe her, genau, passt er bei mir auf den kleinen Finger. Aber den Tropfen würde ich eher nach unten machen. Und damit passt er halt zu der Kette auf jeden Fall. Mein Style ist das jetzt tatsächlich nicht. Ich mag nicht so gerne, wenn Ringe so abstehen. Das ist nicht ganz so meine Welt. Aber er ist an und für sich doch recht schön. Doch. Preise, weiß ich nicht, ob ich die rausfinden kann. Ne? Ich muss mal schauen, ob ich auf der Homepage irgendwas finde. Ich muss mal schauen. Dann gehen wir jetzt mal hier zu der Nummer 4. Das ist irgendwie so schön gepackt, dass da nichts runterknallt. Jedenfalls noch nicht. Oh nein. Eben noch davon geschwärmt, dass die ja tatsächlich hier nicht irgendwie ein Killefit drin haben. Ja, sowas ist lecker, aber es gehört für mich überhaupt nicht in einen Schmuck-Adventskalender von Lindor. Einfach mal eine Kugel, ne? Oder von Lind eine Lindor-Kugel. Nee, Füllmaterial. Das muss nun wirklich nicht sein. Tag vor Nikolaus. Die Nummer 5 ist hier genau in der Mitte. Das mit der Lindor-Kugel hat mich jetzt gerade ein bisschen geärgert. Das hätte echt nicht sein müssen. Ich hoffe, da sind nicht noch mehr drin. Wahrscheinlich sind da noch mehr drin. Das sind wunderschöne Perlenohrringe. So ganz kleine Stecker sind das. Und hier haben wir tatsächlich auch 2 drin. Was ich gut finde, es gibt Adventskalender. Da hast du pro Kläppchen dann nur einen Stecker. Super. Genau. Ja, das sind halt wirklich ganz simple Ohrstecker. Ne? Würde ich bei mir tatsächlich hier an meinem dritten Ohrloch hier oben tragen. Aber ich habe jetzt schon letztens einige drin gehabt, deswegen werden die auch weiter wandern. Ich gebe die in Adventskalendern ja selber weiter. Ne? Cool finde ich irgendwie, dass wir halt nicht nur so Silber von der Farbe her haben, sondern dass diese Produkte dann noch eine Perle mit dabei haben. Oder wie auch immer, so kleine Glitzersteinchen oder so. Das haben die ganz schön designt, finde ich. Ist halt ein Modeschmuck, wirklich, muss ich sagen. Das sieht man, das fühlt man. Aber es ist schon schön. Hier haben wir die Nummer 6 und die ist ganz schön groß. Bin ich mal gespannt, was sie da reingepackt haben. Nein. Ein Scrunchie. Ja, da freue ich mich jetzt ja nicht so drüber, ne? So gar nicht. In Weinrot, ja, es ist irgendwie weihnachtlich, aber ich trage solche Dinger nicht. Das fühlt sich auch ganz okay an, aber irgendwie ist dieses Schleifchen auch ein bisschen komisch designt. Also hier ist es kürzer als da und Scrunchies, Leute, das braucht doch kein Mensch. Okay, die Nummer 7 haben wir hier unten. Oh, nee.
Hello, nice to sweet you, strawberry cheesecake. Es ist wieder ein Süßigkeitenkram, yay. Kostet ein paar Cent. Das Füllmaterial, das meiner Meinung nach jetzt, ich meine gut, der Scrunchie zählt jetzt eigentlich nicht als Füllmaterial, aber es ist schon das zweite Füllmaterial und ein Scrunchie. Nummer 8. Es gibt mal wieder Zeit für Schmuck, Leute. Es ist eine Kette. Die ist ganz hübsch, ne? Ist halt wirklich genauso wie das Armband designt. Ja, passt auf jeden Fall gut zusammen. Mag ich gerne leiden. Das stimmt wohl. Das ist eine schöne, simple, aber auch irgendwie auffällige Kette. Kann man wahrscheinlich auch mit der aus der Nummer 1 kombinieren, dass man das so in Kombi zusammenträgt. Ist ganz schön. Hier unten befindet sich die Nummer 9. Timmy ist gerade aufgewacht. Der hat gerade die ganze Zeit hier rumgeschnarcht. So. Ein Earcuff. Earcuffs sind irgendwie dieses Jahr auch öfters mal in diesen Schmuck-Adventskalendern zu finden. Und den finde ich ehrlich gesagt auch echt schön. Ne, das ist so ein sehr, sehr schlichter Silberner, der so zweilagig ist. Mag ich gerne leiden. Doch, der ist hübsch. Sieht man den? Ne. Nehme ich mal raus. So dürfte man den etwas besser sehen. Der sieht schon recht hübsch aus, aber auch wiederum sehr, sehr leicht. Und gerade Earcuffs, die ja einfach nur ans Ohr gesteckt werden, gehen halt super schnell verloren. Und je leichter die Teile sind, desto eher verdrümmelt man das. Mann, ich. Ich habe bislang noch kein Earcuff verloren gekriegt, Gott sei Dank. Aber ja, ne? Ist okay. Jetzt gehen wir in den zweistelligen Bereich zu der Nummer 10. Und die befindet sich hier. Ach nee. Ach nee, so eine Lindkugel. Wer freut sich denn darüber, wenn man so einen Adventskalender auspackt, für den man fast 80 Euro ausgegeben hat und wo man eigentlich nur Schmuck drin erwartet, ne? Weiß ich nicht. Finde ich irgendwie blöd. Kommen wir zur ersten Schnapszahl, die Nummer 11. Ja, das ist schon sehr verspielt. Also da, puh, das ist ein Armband. Passt natürlich jetzt tatsächlich zu Weihnachten, aber ist halt sehr, sehr verspielt, ne? Sehr, sehr bunt. Sehr laut. Ist jetzt nicht unbedingt mein Alltagsstyle. Ist ganz süß mit diesem Sternchen, aber ich finde, der, also so ein Armband macht so einen Adventskalender halt so, dass man das Gefühl hat, man hat hier irgendwie so einen günstigeren Schmuck-Adventskalender. Ne? Sage ich jetzt einfach mal so mit freundlichen Worten. Die Halbzeit. Finde ich auch immer ganz interessant zu sehen, was man sich so zur Hälfte des Adventskalenders überlegt hat, als man ihn gepackt hat. Man merkt, meine Mundwinkel sind nicht ganz weit oben. So sehr bin ich hier bei diesem Adventskalender echt nicht am Strahlen. Ich hatte mir da ein bisschen mehr von erhofft. Hier haben wir auch wieder einen Ring drin. Das ist auch wieder ein sehr schöner Ring. Den setze ich mir auch mal eben kurz auf, der wieder sehr, sehr leicht ist. Und der ist halt größenverstellbar. Das ist schon mal sehr positiv. Ich zeige euch den mal auf dem Finger. Da kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Ist so in Spitzenoptik mehr oder weniger. Und da kann man den halt verstellen. Man sieht ja auch, ne? Also meine kleinen Fingerringe, also der hier und auch der auf meinem Ringfinger und auch dieser hier, die sind alle größenverstellbar, weil ich halt echt, ne, für eine Frau jetzt nicht so die kleinsten Hände der Welt habe. Ist ganz süß, ne? Ja, aber halt auch wiederum sehr verspielt. Also das ist so dieser Ring, das Armkettchen, das ist für mich so ein bisschen, und auch der Scrunchie, ein Indikator dafür, dass es vielleicht doch nicht ganz so ein Erwachsenen-Adventskalender ist, sage ich mal, sondern eher was man seiner Tochter schenken würde. Wobei gleichzeitig dann auch so ein paar Sachen sind, wie jetzt dieser Perlenring zum Beispiel, der für mich eigentlich eher für eine Frau steht. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass man den Adventskalender halt sehr schön sich holen kann, um ihn sich dann als Mutter und Tochter gespannt zu teilen. Und ich glaube, dass das eine ganz gute Nummer wäre. Aber ich glaube, ja, schwierig. Also es ist halt sehr spezieller Schmuck, um das mal so zu sagen. Dann gucken wir uns mal die Nummer 13 an. Hier haben wir wieder eine Kette drin und das finde ich schön. Das ist ein Medaillon, was aber von der Qualität her nicht so geil ist, weil da irgendwie schon ein Strich drin ist. Keine Ahnung. Also finde ich richtig, richtig schön. Würde ich ultra gerne dann auch meinem Freund mal geben, dass er dann so Fotos von uns vielleicht mal reinmachen lässt oder so. Sowas mag ich ja eigentlich ganz gerne. Ne? Das habe ich mir schon vor Ewigkeiten mal von ihm gewünscht, aber nie gekriegt. Immer nur leere Ketten ohne Bilder, weil ich glaube, das ist gar nicht so leicht, da so Bilder reinzukriegen. Na gut, und das hier wirkt halt auch echt sehr, sehr günstig, um ehrlich zu sein. Oh. Ich hatte damals so eine Kette von meinen Großeltern. Die habe ich leider verloren, vor 15 Jahren tatsächlich. So, jetzt habe ich das mal aufgeklappt. Das ist schon schön, ne? Da dann so Bilder rein. Finde ich klasse. Das mag ich. Also ich liebe Medaillons. Aber die Qualität,
ich weiß nicht, wie ich das euch zeigen soll, ist jetzt sehr, sehr leicht, ne? Ich meine, gut, dass es nicht jetzt so super schwer ist, ist klar. Aber hier an den Seiten sieht man das, glaube ich, das schließt nicht ganz bündig. Und es fühlt sich halt auch sehr blechig an. Um das mal so, ja, blechig trifft es. Blechern. Schön ist natürlich das Motiv mit dieser Sonne da drauf. Das ist auch sehr charmant. Ja, ist okay. Haut mich aber nicht um. Da hatte ich schon Adventskalender, Schmuck-Adventskalender, die vielleicht auch ein paar Euro teurer waren, aber dafür viel, viel hochwertigeren Schmuck enthalten haben. Die Nummer 14 haben wir hier. Es ist wieder was zum Naschen. Das erwarte ich nicht in einem Schmuck-Adventskalender. Latte Cereali. Also mit Milchcreme vielleicht. Die Nummer 15 haben wir hier. Hier haben wir auch wiederum sehr fancy Ohrstecker. Das sind so Sonnen mit Glitzersteinchen drin. Also sowas kann man, glaube ich, nicht unbedingt tragen, wenn man lange Haare hat, so wie ich, weil da werden sich meine Haare mega drin verfangen. Genau, das kann ich halt nur tragen, wenn ich Zopf trage. Aber wir bleiben dem Thema Sonne, Mond und Sterne mehr oder weniger, sage ich jetzt einfach mal so treu. Ich weiß nicht, ich hatte schon, weiß nicht, den von iCrush, den fand ich echt besser. Den verlinke ich dir auch in der Infobox, der müsste noch verfügbar sein. Dann gehen wir jetzt hier mal zu der Nummer 16. Passende Kette tatsächlich zu den Ohrringen. Ja. Sehr grob, sehr klobig. Ich bin ja eher so für etwas filigraneren Schmuck zu haben. Finde ich aber cool, dass wir hier dann direkt aufeinanderfolgend Kette und Ohrringe haben, ne? Mit der Nummer 17 sind wir dann eine Woche vor Heiligabend und die habe ich irgendwo schon gesehen, aber aus den Augen verloren. Da steht Lovely drauf. Dann hoffe ich, dass es liebevoll ist und nicht wieder eine Lindor-Kugel enthält. Also ich weiß nicht, was man sich dabei denkt. Ja, Lindor ist lecker, aber ja gut, so lovely ist es nicht, ne? Ist wieder eine drin. Was denkt man sich dabei? Hey, die Leute wollen Schmuck. Geben wir ihnen einfach irgendwas für ihr Hüftgold. Ist ja auch irgendwo Gold, ne? Oh, ich werde schon wieder sarkastisch. Die Nummer 18. Wir sind in der Weihnachtswoche. Eine sehr besinnliche Zeit. Mal gucken. Ein Schmuckstück. Wenn wir jetzt in der 24, die übrigens genauso groß ist wie die 6, ne, auch ein Scrunchie drin haben, dann wisst ihr ganz genau, wie mein Fazit zu dem Adventskalender ausfällt. Vollkommen egal, was dazwischen drin war. So, hier haben wir wohl wieder ein Armband. Das nehme ich mal raus, weil das hat sich hier irgendwie verkrüppelt. Und das ist so ein Armband, das erinnert mich halt mega an das Armband, was damals meine Mama getragen hat. Das hatte sie aber in Gold und ihrs war, glaube ich, sogar echt Gold, ne? Also das ist natürlich dann kein Vergleich. Ich habe als kleines Mädchen, als ich halt ein Kind war, auch von meiner Oma und meinem Opa mal so ein Armband geschenkt gekriegt. Komm, wir können ja hier mal gucken, wie das längentechnisch aussieht. Ich kann euch hier natürlich keine Längen reinschreiben. Ja gut, aber es wird umpassen, ne? Ich habe ja relativ breite Arme. Und ich hätte theoretisch auch noch ein bisschen Platz. Das geht. Genau. Also das ist auch egal, ob man das als Mann oder als Frau trägt, glaube ich. Ich glaube, das ist so ein Unisex-Teil. Ich glaube, das, was ich damals von meiner Oma gekriegt habe, das müsste ich sogar noch in meinem Schmuckkästchen haben. Da habe ich so viele Sachen von damals noch drin. Da muss ich mal wieder durchforsten. Genau. So, besinnliche Weihnachtswoche. Dann machen wir mal weiter mit der Nummer 19. Die haben wir hier. Wir haben wieder Schmuck. Oh, das ist schön. Das ist eine schöne Kette. Die mag ich, ne? Das ist so ein angedeutetes vielblättriges Kleeblatt, würde ich dazu mal sagen, ne? Doch, die sieht ganz hübsch aus. Ist halt auch wieder sehr günstig verarbeitet, wenn ich mir so auch diese einzelnen Glieder davon angucke. Ich weiß nicht, ob die Kamera das einigermaßen so aufnimmt, wie ich das meine. Das ist halt nicht so hundertprozentig sauber verarbeitet, ne? Aber ja, gut. Wir gucken mal weiter. Die Nummer 20. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Die haben wir hier. Natürlich, ich habe schon vermisst gehabt, ne? Es musste natürlich wieder etwas Süßes sein. Strawberry Cheesecake. Ja. Ja. Ich meine, ja, ich packe auch Adventskalender und ich packe auch in einzelne Kläppchen dann ein paar Süßigkeiten mit rein. Aber da haben die Leute nicht 79,50 € für einen Adventskalender ausgegeben und erwarten nur Schmuck. Ehrlich gesagt, oder? Die Nummer 21 haben wir hier. Hier haben wir wieder Schmuck drin und das ist ein Ring. Den nehme ich auch mal raus. Auch der ist größenverstellbar. Das ist vielen von euch super wichtig. Das habe ich auch gelesen. Genau. Oh, der ist aber recht groß tatsächlich. Hat so ein Blinky-Kram da mittendrin. Ne?
Ist schon nice. Und hier halt da zum Verstellen. So. So, kommen wir zur zweiten und letzten Schnapszahl. Die Nummer 22 haben wir direkt unter der ersten Schnapszahl, der Nummer 11. Und es ist wieder Schmuck. Hä? Aber was? Ah, ich nehme das mal eben raus. Das sind Ohrringe. So, und das jetzt zu zeigen ist schwierig. Du hast da so eine rote Glitzerkugel unten dran und das sind so Mini-Kreolen. Das kann man unten aufklappen. Muss man aufpassen, mir ist gerade auch das, dieses Steinchen rausgefallen. Aber das heißt halt auch, man kann es als Kreole an sich auch so, als kleine Kreole verwenden. Endspurt. Die Nummer 23 ruft und wir finden sie hier. Da muss doch jetzt kurz vor Heiligabend noch irgendwie ein Lindor-Kugelding oder sowas drin sein, oder? Ja, natürlich. Natürlich, aber es ist lecker. Ne? Hm. Pistazie. Lecker, lecker. Nom, nom, nom. Nom. Hab's schon vermisst. Jetzt haben wir eine Nummer 24, ein Scrunchie und Claudia ist hellauf begeistert, oder? Ja, Nummer 24. Nee, die ist, weiß ich nicht, ist schwerer. Was da wohl drin ist? Nein. Ah, okay. Okay. Ja, weiß ich nicht. Es sind Handschuhe, was eigentlich nett ist, ne? Finde ich schön. Kann ich gebrauchen. Fühlt sich weich an. Hier ist ein Zettel mit bei. Wir wünschen dir viel Freude mit deinen neuen Handschuhen. Mit Daumen und Zeigefinger kannst du dank Touch-Funktion sogar dein Handy bedienen. Das finde ich nice. Ist aus Polyester und bitte nur von Hand waschen. Frohe Weihnachten wünscht dein Me Lovely Team. Ja, das ist schon nett. Werden die mir passen? Ich halte es mal kurz an, weil ich habe echt keine kleinen Hände, Leute. Könnte sein, dass die mir zu klein sind. Aber ich finde es sehr, sehr praktisch, dass die hier so eine Touch-Funktion mit drin haben. Komm, die mache ich jetzt mal um. Um vor allem, die ziehe ich mir an. Irgendwie eine coole Nummer 24, ne? Die sind von innen weich. Oh, ich sollte meine... Okay, ich merke jetzt schon, dass mit diesen Ringen, also solche Ringe da drin anziehen, ist nicht. Denn die verfangen sich... Klar, ist ja auch hier so, ne? Wollkram. Ja, es ist schon etwas eng, aber es geht noch. Aber schön warm. Oh, die finde ich aber tatsächlich toll. Und hier sieht man von innen, wie flauschig die sind. Doch, da würde ich mich drüber freuen, ne? Wenn das an Heiligabend im Adventskalender ist. Doch, das finde ich cool. Und die sehen auch wirklich gut aus. So graue Handschuhe. Ich mag ja am liebsten so diese Lederimitat-Handschuhe, so Mörderhandschuhe. Da stehe ich ja total drauf. Aber das ist auch cool. Ich gucke jetzt mal wirklich, ob das mit der Touch-Funktion funktioniert. Tatsache. Funktioniert das mit dem anderen Finger? Nee. Das funktioniert tatsächlich nur mit dem... Ah. Ja, tatsächlich nur mit Daumen und Zeigefinger. Wie geil. Was haben die denn da reingemacht? Das ist irgendwie ein ganz anderes Material dann, ne? Komm, das finde ich cool. Das gefällt mir schon wieder. Das war er nun, der Me Lovely Adventskalender. Ja, also... Wären diese ganzen Lindor-Kugeln nicht drin gewesen, diese Süßigkeiten. Hätten die da irgendwas anderes reingemacht, ich weiß nicht, irgendwas Sinnvolleres. Und wenn es halt nur irgendwie ein Make-up-Täschchen oder sowas gewesen wäre, hätte ich mich echt viel, viel mehr darüber gefreut. Vom Schmuckdesign her haben wir wirklich, im Prinzip ist es so, egal wer den Adventskalender auspackt, es wird auf jeden Fall ein bisschen was dabei sein, was einem gefällt. Sei es, wenn man ein bisschen mehr Statement-Schmuck mag, hier ist auch Statement-Schmuck enthalten, hier ist filigraner Schmuck enthalten, klassischer Schmuck enthalten. Ja, die Handschuhe finde ich ziemlich cool, weil es einfach überraschend ist und einfach unerwartet. Ja, ansonsten, ich glaube, die meisten sind nicht unbedingt traurig darüber, dass der Adventskalender mittlerweile ausverkauft ist. Heute am 15.11. habe ich nämlich nochmal nachgeschaut. Der ist leider nicht mehr verkaufbar, verfügbar. Aber die bringen jedes Jahr einen Adventskalender raus. Das heißt, wenn man den jetzt so richtig geil findet, dass man da einfach mal sich für nächstes Jahr einen Reminder setzt, ne? Ja. Ich muss aber sagen, dass ich, wie gesagt, den von iCrush besser gefunden habe. Auch von der Qualität her, ne? Das war schon etwas schwerer vom Schmuck her. Und das war es jetzt auch schon mit meinem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!